Willkommen zurück zum Talos Principle. Letztes Mal haben wir uns mit unserem netten Milton Library Assistant unterhalten und diesmal geht es direkt ohne Verzögerung weiter. Moment mal, was? Ach so, ich habe alles gelöst. Ja, ja, natürlich. Hinter mir ist alles gelöst, vor mir steht mir die Welt offen. Links, rechts, geradeaus. Hier ist ein schwieriges Gelbes. Hier ist ein leichtes Grünes. Aber zuerst finde ich raus, was hier oben ist. Tritt ins Licht, mein Kind, und mein Tempel wird dir offenbart werden. Ja, Papa, mach ich gleich. Aber Moment mal, was ist denn das hier? Wir haben noch ein grünes, ein gelbes und, was ist das Sternle hier? Verdächtig. Okay, ich schaue mich mal im Grünen um. Einen schlafenden Löwen pieksen. Okay. Habe ich noch nie gemacht, habe ich auch nicht vor. Ach, das ist der schlafende Löwe, ja, okay. Der steht da rum und brutzelt. Und dem wollen wir den Jammer klauen, oder wie ist das? Soweit, so gut. Und dann jammen wir das und dann jammen wir das. Und dann gehen wir hier rein, schnappen uns das Teil. Easy. Easiest game of my life! Und ich hatte schon befürchtet, dass das hier schwierige Rätsel werden. Naja, gut, jedes gute Puzzlespiel geht leicht los. Trio Bombasticus. Muss das nicht Trio Bombastico heißen? Okay, da haben wir Türen zum Jammen. Ganz offensichtlich wollen wir da durch. Nehmen also unseren Jammer zur Hand und. Oh, es ist früh. Noch zu früh. Perfekt. Okay, ich glaube, die gelben sind doch nicht so viel schwieriger. So, und was ist jetzt mit dem Stern? Der Stern ist doch. Der ist doch nicht umsonst da drauf. Kann mir keiner erzählen. Oh, vielleicht kann ich irgendwie. Hahaha. Jetzt bin ich versucht, hier irgendwie über Mauern zu hüpfen oder sowas. Oh, das geht nicht. Wo soll der Stern sein? Wenn der Stern bei den ersten drei... Ich gucke mal bei den ersten drei Teilen gerade nochmal vorbei. Ja, nur mal gucken. Nur mal gucken. Dauert jetzt nicht so lang. Aber hier ist kein Stern drauf. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Oh, das ist. Also, das ist jetzt irgendwie gemein. Wenn dieser Stern eine Bedeutung hat, dann wüsste ich das gerne. Warum hat mir das keiner erklärt? Warum hat mich Papa nicht aufgeklärt darüber? Das hat doch bestimmt was mit dem ersten Tutorial-Level zu tun, mit der Leiter, die ich da ignoriert habe. Da konnte man so schön die Gemma mitnehmen. Das ist doch bestimmt so ein Secret oder so. Kann mir keiner erzählen, dass ich Unrecht habe. Ich kann auch zurückspulen, wenn das jetzt hier nicht klappt, oder? Kann ich denn eigentlich... Ich könnte doch aus dem Anfang konnte ich doch jede Menge Gemma mitbringen. Kann ich doch alle nicht hier durchschmuggeln, oder? Die nimmt mir doch keiner weg. Und diese Leiter steht doch nicht umsonst da. Das ist doch. Das habe ich im Urin. Da passiert irgendwas. Ja, das hier war der Anfang des Spiels, genau. So, jetzt jammen wir das Ding. Holen uns jetzt einen anderen Jammer. Jammen das Ding, holen uns diesen Jammer. Jammen das Ding. Okay, Nummer 1.
Ach, vielleicht sehe ich auch hier irgendwas. Vielleicht gibt's hier ja was. Vielleicht sehe ich hier einen Stern oder so. Vielleicht sind die Sterne im Himmel. Ah, es tut mir leid, wenn ich jetzt irgendein Secret suche, das gar nicht existiert. Aber... ich meine, wie soll man es herausfinden, wenn man es nicht versucht, ne? Also ich finde es ja schon mal gut, dass ich jetzt hier zwei Jammer habe. Jetzt brauche ich noch irgendwas, was ich jammen kann. Wenn ich jetzt hier durchgehe, bleibt der Jammer vor der Tür stehen, ne? Ja, genau. Okay, also wenn ich irgendwas jammen würde, wollen würde... dann müsste ich das... ach, vielleicht kann ich das durch so ein Gitter tun hier. Ui. Das eröffnet einem ganz neue Möglichkeiten. Verrückt. Oh, so habe ich das noch nicht bedacht. Deswegen der Level Guckloch, der lehrt mich das. Ah, aber ich kann nichts sehen hier. Nichts zu jammen. Oh, also in den Gebieten gab es nichts zu jammen. Aber ich kann ja noch weiter. Hier gibt es ja noch mehr. Na! No. Hier komme ich nicht durch. Kann ich irgendwo so ein... so ein Ding sehen? So ein, so ein, Maschinengewehr an der Decke? Nein? Arr. Ich weiß, ich verschwende hier eine ganze Menge Zeit. Und das frustriert mich. Okay, ich geb's auf. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich nichts jammen. Vielleicht der Stern. Ach, der Stern hat bestimmt eine Bedeutung, aber ich weiß sie gar nicht. Wenn ihr sie wisst, dann gebt mir einen Tipp. Und dann gehe ich vielleicht nochmal zurück. Gott hat ja schon gesagt, ich kann jederzeit zurück. Mir fehlen doch auch noch zwei Teile. Mir fehlen doch noch jede Menge Teile. Nun wandelst du auf den Steinen meines Tempels, von wo sich viele Tore öffnen. Wisse, dass dies nicht mein einziger Tempel ist, denn mein Garten ist größer, als dein Auge erfassen kann. Und all diese Welten habe ich für dich erschaffen. Ja, ich bin schon ein sehr wichtiger Roboter. Schau, da ist auch so ein Stern. Hier ist auch ein Stern. Also, der Stern hat eine Bedeutung. Und die Singer hier? Das ist ein Jammer, dieses Teil kenne ich noch nicht. Oh. Boah, jetzt laggt es aber gerade wie Sau. Ui. Ach, die da oben habe ich alle erledigt. Okay, hier sind keine Sterne drauf. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. In meinem Garten gibt es viele Geheimnisse, verborgene Wege und geheime Tore. Wenn du dich ihren Rätseln widmest, darfst du dich der Schar meiner Boten anschließen. Nein. Extra Secrets. Ach, ich weiß nicht, ob ich die machen soll, weil das kann echt lange dauern, sowas zu finden. Ja, aber ich wusste es. Extra Secrets. Okay, lesen wir die Terminals und dann gehen wir zu Zone 2. Okay, können wir nicht, braucht Siegel. Braucht auch Siegel. Kann ich denn jetzt schon in eine spätere Zone rein? Ach, sieht so aus, ne? Na gut, ich gehe der Reihenfolge nach. Verzeihung. Lass dies unser Bündnis sein. Diese Welten sind dein, und du darfst dich frei in ihnen bewegen und sie deinem Willen unterwerfen. Doch der große Turm, dieser sei dir verwehrt. Denn an dem Tag, an dem du ihn betrittst, wirst du gewiss sterben. That's some Garden of Eden shit right here. Der Baum der Erkenntnis sei dir verwehrt. Piep, 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 piep. Gibt's was Neues von Milton? List. Habe ich gelernt.
Das Bibliotheksarchiv ist zurzeit nicht verfügbar, dass Systemressourcen gerade umgeleitet werden, um die eingehenden Netzwerkmeldungen zu verarbeiten. Benutzen Sie bitte Access Com Portal. Okay. Verbinde zum Netzwerklaufwerk. Netzwerk nicht verfügbar. Unbekannter Fehler. Störungssucher öffnen. Ja. Gibt es etwas, bei dem Sie Hilfe benötigen? Fehlerdiagnose. Unzureichende Kontoprivilegien sind meistens der Grund. Na, großartig. Ich brauche ein Administrator-Passwort. Passwort. Gott, Querz, lass mich rein. Achso, mein Administrator-Passwort. Ich mache keins, ich brauche ein. Ich muss eins kennen. Gott. Admin. Lass mich rein. hi, Moment mal. Zu viele Fehlversuche? Möchten Sie ein neues Admin-Konto erstellen? Ja. Beweisen, dass Sie kein Bot sind. Ui, okay. Das wird schwierig. Sie werden nur eine Reihe von Eingaben tätigen müssen. Um den Datenschutzbestimmungen Genüge zu tun, müssen Sie die Verwendung Ihrer Antworten... Müssen Sie der Verwendung Ihrer Antworten, um ein ungefähres psychometrisches Profil zu entwickeln, zustimmen? Okay. Bitte füllen Sie alle Felder aus. Bitte beantworten Sie schnell und instinktiv. Zeit ist ein Faktor in dieser Einschätzung. Na gut. 3, 2, 1. 2 plus 2 gleich 4. Subjektive Reaktion auf dieses Bild. Zufriedenheit. Was beschreibt eine Person am besten? Ein Mensch. Ein Problemlösungssystem. Ein vernunftbegabtes Tier. Sie gehen durch die Wüste und begegnen einem durstigen Reisenden. Seine Augen sind vom Durst angeschwollen. Sie haben Wasser bei sich, sind sich aber nicht sicher, wie weit es zur nächsten Oase ist. Was tun Sie? Ich gebe ihm die Hälfte des Wassers, ich ignoriere ihn, ich töte ihn und sammle sein Blut in einer Flasche, damit ich es später trinken kann. Oh mein Gott. Ich gebe ihm all mein Wasser, ich frage, was er in der Wüste macht. Ja, das ist das. Also, das, bevor man jemandem sein Wasser gibt, sollte man ihn fragen, was er in der Wüste macht. Teil 1 des Zertifizierungsprozesses ist nun abgeschlossen. Sie werden benachrichtigt, sobald Teil 2 generiert wurde. Hey, das sind ja Dateien. Ian, E-Mail. ich lese das jetzt nicht vor. Und ich muss mal kurz husten, Moment. Viel besser. Alles tolle totale Genies, ersten Hanswurst, okay. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, Dr. Jurassic Park. Kann ich hier scrollen? Naja. Ah, okay. Ja, also das ist hier Frank, der von seinem ersten Tag berichtet. Na, großartig. Thanos-Prinzip. Straton von Stagera. So stimmt, dass Daedalus den Riesen Thanos erschaffen hat. Oder ob er, wie andere sagen, ein Geschöpf des Hephaistos war, dass wir mit das, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass er aus Bronze bestand. Blablabla. Ah, kann man dann nicht sagen, dass Thanos, obwohl er als Maschine oder Spielzeug erschaffen wurde, alle grundsätzlichen Eigenschaften eines Menschen hatte? Bewegte sich aus eigenem Antrieb, er sprach und konnte auf Fragen antworten, hatte Wünsche und Sehnsüchte. In der Tat, was dies in der Geschichte des Argonauten die Ursache seines Niedergangs. Was? In der Tat, was dies in der Geschichte der Argonauten die Ursache war wahrscheinlich. Wenn also eine Maschine alle Eigenschaften eines Menschen haben kann und sich wie ein Mensch verhält, während sie von nichts anderem angetrieben wird als von ihrem genialen Bauplan und dem Zusammenspiel ihrer Materialien nach den Prinzipien der Natur, dann folgt daraus nicht, dass der Mensch auch als eine Maschine angesehen werden kann. Dies widerspricht allen Lehren der Metaphysik, aber dennoch kann selbst der gläubigste Philosoph nicht ohne sein Blut leben.
Okay, Talos war ein Riese. Den kannte ich zum Beispiel nicht, ja. Das ist wohl echte Mythologie, der erschaffen wurde und dann quasi gelebt hat. Schön. Das ist doch schon gleich wieder übertragbar auf uns selbst. Wir sind auch ein Roboter, der wahrscheinlich vielleicht lebt. Benutzer Alex16 hat 4 Notizen hinzugefügt. Irgendwas mit Mystery-Roman. Notiz 2. Aha. Irgendwelche Hexadezimalzahlen sind hier dazwischen geraten. Vielleicht kann man da, wenn man jetzt schaut, das hier ist ein Leerzeichen. Ach, das ist doch ASCII. Das sehe ich doch. Da sind zu viele Leerzeichen drin. Die 20 ist eine 32. Eine 32 ist ein Leerzeichen. Ja, kann man jetzt übersetzen. Habe ich keine Lust zu. Solche Spiele können auch ganz schön nerven. Also solche Spiele, die immer so irgendwelche Geheimbotschaften verstecken, die man dann mit viel manueller Energie übersetzen muss, sind halt auch nicht besonders gut für Let's Play geeignet. Egal, wir wollten doch hier Puzzle lösen. Also gehe ich doch einfach mal zum nächsten grünen Puzzle. Oh mein Gott, es teilt sich so stark auf. Die Wächter müssen verrückt sein. Stößt er dagegen? In dem Fall komme ich nicht vorbei, ja? Okay, das Rätsel erschließt sich mir noch nicht so hundertprozentig. Weil ich an keinen der beiden vorbeikomme, wenn ich das richtig bemerke, oder? Na doch. Man braucht nur Schnelligkeit. Hinter irgendwas? Nein. Okay. Das war machbar. Stürme den. Und wieder den Klassiker. Ich möchte meinen Jammer zurückhaben. Könnte ich ja noch brauchen. Okay, dann müssen wir hier einen Wächter herauslassen. Ich jamme den mal kurz. Okay. Ausgezeichnet. Ach, und da gibt's eine Abkürzung. Du lernst, so wie es deine Bestimmung ist. Meine Bestimmung aber ist deine zu lernen. Entscheidungen müssen deine eigenen sein. Deshalb werde ich dich nicht führen, außer wenn es nötig ist. Okay, whatever you say, my man. Das ist ja richtig riesig hier. Ah, andere Inseln. Was passiert, wenn ich ins Wasser gehe? Sterbe ich? Ich kann schwimmen. Am Anfang. Oh. Okay. Ich kann nicht schwimmen. Und hier hoch komme ich auch nicht. Obendrauf. Zu schade. Okay, ich brauche mehr Rätsel. Wo sind mehr Rätsel? Hast du ein Rätsel für mich? Ui. Und jetzt, mein Freund, und jetzt? Aufnahme Nummer 23 V0186. Ja. Hä? Was? Kommt der nochmal wieder? Das war mir jetzt nicht klar. Haben wir jetzt echt erst ein Puzzle hier gemacht? Das ist doch schon fast wieder eine Folge rum. Die Tür ist verschlossen. Ah, voll mit Mysteries.
dieser Bereich hier. Kleine Hintereingänge. Ach, ich bin so neugierig. Okay, hier gibt's ein Teil. Wo ist das Teil? Saal der Fenster. Gut, hier haben wir wieder so einen Distanz-Jammer. Ich jam einfach mal das nächste, was ich sehen kann. Ich hab doch. Hab ich nicht gejammt? Ach, Dreck. Ich bin zu ungeduldig für dieses Spiel. Ja, hier sind wirklich viele Fenster. Ich habe irgendwas voll, das A, aber wo war das denn? Warum kann ich... Ach, hier ist was aufgegangen, okay. Das ist nicht schön, dass dann immer so Rückwege aufgehen. Das ist gut. So sich darüber nicht so viele Gedanken machen. Ah, das Ding ist ja... Oh, ja, ja. Also wenn hier irgendwie Sterne versteckt sind, dann kann man aber lange suchen. Okay, wozu gibt's Wegweiser? Haben wir alles erledigt? Eins mache ich noch, bevor wir fertig sind. Da geht's hoch. So ein gelbes gibt's noch irgendwo. Das ist da drüben. Okay. Und dann da lang. Okay. Ah, da. Ich seh's. Selbstmordmission? Das klingt nicht so gut. Ich meine, ich kann den hier durch den Zaun jammen, oder? Ah, ich kann gar nicht durch die Zäune jammen. Der kommt hier raus, oder wie? Ja, tut er. Dann wäre also nur noch die Frage, ob ich jetzt an dem vorbeikomme. Ich probier's mal. Nope. Die Wächter dieses Landes können dir schaden, aber hege keinen Hass gegen sie, denn sie sind meine Diener und durch ihren Widerstand soll dein Glaube gestärkt werden. Okay, angenommen ich lasse den da raus und dann jamme ich ihn von hier aus. Ach, da oben ist auch noch irgendwas. Warte mal. Ah. Oh. Ja, das war klug. Äußerst klug. Ob das Ding auf den Roboter schießt, das müssen wir ausprobieren. Also wir müssen hier... Wir müssen also das Ding jammen. Und dann müssen wir das Tor aufmachen. Okay. Das Ding hat nicht geschossen, also das Maschinengewehr hat nicht geschossen, aber das, der Roboter hat sich in die Luft gejagt. Bin mir jetzt nicht unbedingt hundertprozentig klar, warum. Aber okay. Das waren doch schon alle Puzzle, die hier markiert waren, oder? Und der Stern. Mal wieder der Stern. Als ich ein kleines Mädchen war, hat uns eine meiner Lehrerinnen gesagt, dass wir eine Zeitkapsel basteln sollten. Wir sollten Briefe an die Zukunft schreiben.
sodass wir uns eines Tages daran erinnern würden, wie es sich angefühlt hat, ein Kind zu sein. Ich dachte, das sei eine dumme Idee, deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber heute bedauere ich das sehr, also denke ich, dass ich jetzt eine Zeitkapsel machen werde. Sie wird im Archiv vergraben sein, anstatt unter einem Baum. Ich weiß nicht mal, ob sie jemand finden wird, aber irgendwie scheint es wichtig zu sein, weiterzureden, weiterzudenken, solange ich noch kann.